Was geht ab, meine Z-Fighter, außer dir? Und heute im Banner-Preview zu den kommenden Ella-Bannern. Wir werden uns gleich alle ansehen, wann genau sie kommen werden. Und dann besprechen wir quasi, weil Fam hat die Frage, die letzten Tage aufkam. Diese Ella-Banner, lohnt es eigentlich? Zieht man da gut Ella? Wo zieht man gut Ella? Das werden wir heute quasi alles besprechen. Aber auch so weg, es ist halt... Trotz dessen, dass manche dann gefeatured sind, sind die Rate trotzdem sehr, sehr gering und man braucht einfach verdammt Glück. Ist halt typisch Dokkan-like, bei den LS ist es nicht besser, sondern eher eigentlich schlechter. Aber wir kommen dann, wie gesagt, drauf zurück zu sprechen, näher drauf zu sprechen. Und deswegen würde ich sagen, verlieren wir nicht viel Zeit und schauen mal, was abgeht. Denn wir wissen dann, die nächsten Tage kommen die LR-Banner nacheinander online. Nämlich, das sind die ersten LR. An der Stelle haben wir hier, macht den Anfang Goku Black. Nämlich morgen, er wird gefeatured sein in seinem Banner, seinen Banner gucken wir uns gleich näher an. Wird ab morgen online sein, 8.30 Uhr ist er eigentlich gelistet, aber morgens eine Wartung heißt, die geht bis 9 Uhr und nach der Wartung sollte er online kommen. Was noch zu der Wartung kommt, wissen wir morgen mehr. Wir wissen natürlich quasi nur, werden die LR-Banner hier ja, vorbereitet, wie es man nennt, aber morgen wissen wir mehr, falls was kommen sollte. Ich hoffe immer noch auf dem Battlefield und natürlich, wenn die Ginyu-Stages hinzugefügt wahrscheinlich. Aber morgen wissen wir dazu mehr. Anyway, dann kommt am 29. LR Trunks gefeatured in seinem Banner, ab dem 2. August LR Gohan, ab dem 5. August LR Broly und dann macht den Schluss ab dem 8.8. unser Boy Majin Vegeta. Deswegen würde ich sagen, wir schauen uns gleich mal die Banner von jedem Einzelnen an. Und zwar haben wir hier natürlich hier den Anfang mit LR Goku Black. LR Goku Black, wie sieht denn sein Banner aus, beziehungsweise diese LR Banner, was gibt es zu denen zu sagen? In diesen LR Bannern sind zwar alle LR drinnen, die es bis jetzt gibt, aber immer einer wird gefeatured sein, nämlich der, der quasi auf dem Bild ist, auf dem Bannerbild ist. In dem Fall ist es unser Boy Goku Black. Das entnehmen wir hier. Gefeatured ist hier Goku Black. Die Sache ist folgende, wie sind eigentlich die Rates? Dass ein SSR-Charakter droppt, ist die Rate bei 10%, wie wir hier entnehmen können. Dass dieser dabei gefeatured ist, ist 5% oder nicht gefeatured 5%. Wie wird das aufgeteilt? Man nimmt 5% für die Featured Charaktere, die Rate der Featured Charaktere und teilt sie durch die Anzahl der gefeatureden Charaktere auf. Hier sind das verdammt nochmal ganze 12 Stück. Also ist hier die Rate, dass LR Goku Black speziell droppt oder ein gefeatureder SSR bei 0,3-0,4% um den Dreh herum und dass ein nicht gefeatured Charakter droppt, da wird die Anzahl, also die Rate 5% durch die Anzahl geteilt, 135. Wären jetzt grob geschätzt 0,03, 0,02, sowas um den Punkt. 0,02 bis 0,04%, sagen wir es mal so. Also, verdammt nochmal gering. Okay, heißt, ihr könnt es euch schon vorstellen. Es ist dennoch schwer, Goku Black hier zu ziehen, auch wenn er gefeatured sind. Es sind verdammt nochmal 12 SSR in diesem Banner gefeatured, wie ihr hier seht. Nicht gefeatured sind natürlich auch alle anderen LR dabei, aber die Rate ist da noch geringer. Wir haben halt den Bonus bei so einem Banner, jetzt rede ich mal von den Bannern, die kommen, da wo die LR-Charaktere gefeatured sind, haben wir den Bonus, dass wir GSS haben. Pro Mutisam haben wir einen garantierten SSR, das ist der letzte Charakter, der ist zu 95% nicht gefeatured, zu 5% gefeatured, also haben wir zu 95% eine Chance, einen der 135 Charaktere zu ziehen und einer davon ist halt einer der anderen LR. LR Trunks, Bojack etc. etc. Alle sind da drin. Goku, Majin, Gohan, Broly und so weiter und so fort, die gerade aktuell gibt. Natürlich alle Freunde außer LR Vegito und LR Gogeta, denn diese sind Dokkan-exklusiv. Die sind nur in Dokkan-exklusiven Banner, in ihren eigenen Bannern. Heißt, wenn wir gerade von LR Vegito und Gogeta sprechen, diejenigen, die da gezogen haben, ihr habt es wahrscheinlich selbst gemerkt, man braucht da verdammt nochmal Glück. Ich persönlich aus 1000 Stones LR Gogeta gezogen, aus 90 LR Vegito. Ja. GG Glück. Also da bei die Rates, falls ihr euch fragt, wie sind die Rates dort? Da sind 10 Charaktere gefeatured und da teilt man 5% durch 10 Charaktere auf. Also war da 0,5% einen gefeatured Charakter zu ziehen. Einen von den 10 und einen davon war dann entweder LR Gogeta oder LR Vegito. Heißt, die, selbst die waren schwer zu ziehen. Und hier sind 12, hier sind die Rates ein Ticken noch geringer, 0,3-0,4%. Also ihr wisst, worauf ich hinaus will, Leute. So LR Banner ist wirklich ein schwieriges Thema, ein schwieriges Brett. Im Endeffekt... Diese Banner, die jetzt kommen, wen könnte ich dir empfehlen? Wirklich denen, die wirklich gezielt einen Charakter, einen LR, den LR ziehen wollen, den sie ziehen, ja, wollen quasi. Was meine ich damit? Wenn einer von euch da draußen ist und unbedingt LR Goku Black haben will, dann will ich nicht sagen, dass es eure beste Chance ist, weil beste Chance in LR Pulse können wir nicht reden, bei allem Respekt, bei den Raids. Aber es ist eure Chance. Es ist eure Chance, denn ansonsten die LR-Charaktere in irgendeinem anderen Banner nicht gefeatured. Wir schauen uns gleich andere Banner an im Vergleich, Typen-Banner und Double-Rate-Banner. Aber da ist die Chance mehr oder weniger gleich. Hier ist er gefeatured, hier ist die Rate immerhin höher als sonst. Normalerweise ist, haben wir gesehen, sind sie nur nicht gefeatured, also 0,0 irgendwas um den Dreh. Trotz GSSR.
Deswegen ist es hier diese Chance. Heißt, wen empfehle ich diese ganzen Banner, die kommen? Diejenigen, die einen der Charaktere verunfallen ziehen wollen. Sei es LR Goku Black, LR Trunks, LR Gohan, LR Broly oder LR Majin Vegeta. Ich persönlich werde zum Beispiel nur bei LR Majin Vegeta ziehen, weil ich dann noch einen Dupe haben will. Die Sache ist, aus diesem Banner, meine Freunde, wollt ihr nur die LR Charaktere. Das Traurige ist, wenn ihr die nicht zieht, dann ist halt RIP. Da gibt's zwar, sind zwar Charaktere vertreten, so ist nicht. So ist nicht, man kann natürlich mit ein oder anderen was brauchen. Zum Beispiel mit den Trunks hier, die gefeatured sind noch mit dabei. Oder bei den anderen Bannern, ja, was wir hier haben. Können auf jeden Fall noch mit nutzen. Problem ist aber, ihr wollt halt nur den LR. Wenn ihr den LR nicht zieht, tut es auf jeden Fall weh, das sage ich euch. Aus diesem Banner will man nur die LR und deswegen würde ich eigentlich, wenn ihr die LR nicht wollt, nicht unbedingt haben wollt, nicht ums Verrecken braucht, würde ich eigentlich niemanden raten, hier zu ziehen, um ehrlich zu sein. Also zusammenfassend kann man eigentlich sagen zu den LR-Bannern, ihr zieht hier nur, wenn ihr den Charakter ums Verrecken wollt, weil er gefeatured ist, eure Chance ist quasi höher als sonst. Sei es Trunks, Gohan, die wir uns eben angeschaut haben gerade. Und welche Banner gibt es noch zum Vergleich? Also wir können mal gerne hier angucken, ganz kurz, welche anderen Charaktere gefeatured sind. Seht ihr klar, natürlich sind auch alle anderen LR drin, aber das ist halt trotzdem eine sehr geringe Chance, trotz GS ist ja einen der zu ziehen, weil es sind fucking 135 weitere Charaktere, die ja nicht gefeatured sind. Wo wisst ihr, wo ich hinaus will, Freunde? Also wirklich, bei allem Respekt, so die gefeatured Charaktere können wir uns ansehen. Ja, wollt ihr eigentlich nur den LR-Charakter, wenn ich ehrlich bin, ja? Natürlich könnt ihr einen oder anderen gebrauchen für LR Vegito, fürs Battle und so kaum mitnehmen. Aber wenn ihr am Ende des Tages, sag ich mal, 500 Stones euch erspart habt oder rausgeht mit keinem LR, den ihr unbedingt haben wolltet, dann tut das schon weh. Deswegen, Freunde, Vorsicht. Schwierig, schwieriges Thema. Diejenigen, die es sammeln wollen, es ist eure Chance, sei es zum Beispiel, wenn ihr unbedingt Majin Vegeta haben wollt. Ihr könnt es versuchen, geht nicht zu lieb. Was kommt in der Zukunft noch in Dokkan Battle nach dem 3-Jährigen? Das 3-Jährige geht bis zum 13. August. Danach kommt Thales, dann Super Saiyan Blue Evolution Vegeta und das Banner von Evolution Vegeta mit Jiren ist quasi schon. Auf jeden Fall kann man da was investieren, sofern man Vegeta haben will und Jiren nicht hat oder Ultimate Gohan leider gefeatured sein wird, damit ihr quasi einen Kopf habt, was noch kommt an Bannern. Ist quasi nach dem Jubiläum Mitte August bis Zeitraum September, Oktober um den Dreh herum. Und dann kommt dann noch Future Gohan, Full Power Goku, LR Beerus und so fort. Aber ich würde euch gerne zu diesen Bannern, die kommen werden, diesen LR Bannern, Alternativen vorzeigen. Nämlich haben wir ja noch die Typen Banner. Ich habe jetzt mal als Beispiel, wir haben ja natürlich die ganzen Banner in JP betrachtet, weil die Banner noch nicht draußen sind, glauben, werden mehr oder weniger gleich sein, wie es ablaufen wird mit dem Inhalt. Aber warum zeige ich euch die Typen Banner? Denn die Typenbanner sind da schon ein anderes Brett. Wenn ihr gezielt ein LR haben wollt, dann finde ich eigentlich, sind die Chancen im Typenbanner recht gut. Warum? Denn nehmen wir mal dieses Physischbanner. Wir gehen jetzt von JP aus. In diesem Physischbanner sind nur physische Charaktere. 10% wieder SSR. Gefeaturete sind 7%. Heißt, das sind 7 Charaktere sind gefeatured. Also jeder gefeaturete Charakter droppt zu 1%. Nicht gefeatured ist das, was uns interessiert, sind die 3%, 3% werden aufgeteilt von nur 29 Charakteren und hier haben wir GSSR. Hier ist in jedem Multi Summon ein Charakter zu 93% nicht gefeatured, das ist der letzte Charakter, der GSSR. Und dieser ist nur einer von 29 Charakteren. Und in dem Physischbanner JP zum Beispiel haben wir LR Bardock und LR Trunks, die da gefeatured sind. Heißt, ihr habt die 2 LR pro Multi Summon 93%ige Chance, dass eben einer der beiden in den 29 Charakteren zu 93% auftauchen kann. Ist natürlich wieder nur eine Chance. Ihr merkt, also wir reden hier nur von Chancen, von Zufall, von Zahlen. Aber wenn ihr gezielt einen Charakter haben wollt, dann finde ich eigentlich den Typenbanner recht willkommen. Wenn ihr wirklich nur den einen LR haben wollt, beziehungsweise dann den LR eines Typus. Sei es hier in dem Fall LR Bardock und LR Trunks. Oder nehmen wir mal einen Tech-Banner in Global, sei es Goku Black oder Super Saiyan 3 Goku, ja. Da ist die Anzahl der nicht gefeatured Charaktere gering und pro Multi habt ihr eben diesen GSSR zu 93%, der eben einer von den nicht gefeatured Charakteren ist und aus diesem Banner, wo 2 LR drin, ich würde euch quasi die Typenbanner nur empfehlen, wo mindestens 2 LR drin sind. Also höher als 2 gibt es momentan nicht, aber in Global gibt es noch nicht überall 2, in JP schon, deswegen zum Beispiel in Global wäre es Tech-Banner, AGL-Banner oder Int-Banner, da sind 2 LR Charaktere drin momentan auf Global, da stehen die Chancen schon gut. Heißt, diese Typenbanner würde ich allen empfehlen, die wirklich gezielt diesen einen LR haben wollen. Wenn ihr aber LR-Charaktere haben wollt, also egal welchen, Hauptsache für LR-Pullen,
Dann wäre natürlich so ein Banner besser, ja, da ist zum einen der eine, den ihr haben wollt, gefeatured und die anderen quasi nicht gefeatured, die wir hier haben. Und wenn ihr aber, wie gesagt, nur diesen einen Banner haben wollt oder ihr habt quasi von dem Typen aus dem Typenbanner, dann würde ich eigentlich die Typenbanner empfehlen. Aber Freunde, es ist keine Garantie, es sind immer noch Raids. Oder quasi, wenn ihr einfach nur ums Verrecken hier sammeln wollt und Ella pullen wollt, eine gute Chance haben wollt, sind gute Chancen auch Double Raid Banner. Sie sind mehr oder weniger gleich wie die Featured Ella Banner, nur da ist gar kein Ella gefeatured. Da sind keine Ella gefeatured, sie sind alle nicht gefeatured. Was ist hier dann quasi der Vorteil an dem Double Raid Banner? Das nächste Double Raid Banner, das kommen wird in Global Doka Battle, ist dieses hier mit Ella Virus. Da sind eben alle anderen LR nicht gefeatured und pro Multisum haben wir hier 95%ige Chance, dass eben nicht gefeatured ist. Aus 145 Karten war das in JP der Fall. Aber im, um es besser und genau zu sagen, Freunde, habe ich gerade gesagt, oh, haben wir 95% Chance. Ja doch, das stimmt mit den GSSR. Aber dass die Rates verdoppelt sind, sind eben, dass ein SSR droppt 20%. Das ist dieser quasi gefeatured ist 10% oder nicht gefeatured 10%. Heißt 10% werden hier aufgeteilt von, durch 145 und aus diesen 145 Charakteren sind alle Ella drin. Und alle nicht Dokonexi sind natürlich. Und dann quasi wird 10% aufgeteilt durch die Anzahl der gefeatured Charaktere. Heißt, wir haben hier doppelte Rate, Double Rates. Die Rates sind verdoppelt und in diesem Banner, in so Double Rate Banner, sind eben alle LR, die bis dato rausgekommen sind. Nicht Dokonexklusiv natürlich, der nächste wird quasi LR Virus sein, er wird in diesem Double Rate Banner sein. Und hier haben wir den Bonus, dass wir GSSR haben und GSSR ist quasi auch hier zu 95% nicht gefeatured. Und daher haben wir auf jeden Fall in den Double Rate Banner auch gute Chancen, irgendwas zu ziehen. Allein so ein Double Rate Banner, da kann man schon ein bisschen mehr mitnehmen, um ehrlich zu sein, statt nur aus diesen LR Bannern. Aus den LR Bannern wollt ihr nur den LR hier. Könntet ihr getröstet mit einer Träne auch gut rausgehen mit guten Charakteren, wie zum Beispiel der Vegeta, Beerus, Scott und so und so fort. Ja, so viel zu den Bannern, Freunde, so viel zu den kommenden LR-Bannern, zu LR-Bannern an sich selbst. Ist wirklich ein sehr schwieriges Thema, im Endeffekt ist euch selbst zu lassen. Ich würde eigentlich, eigentlich würde ich niemanden raten, hier zu sammeln. Es hat eine verdammt, es hat immer noch eine Chance, eine geringe Chance, auch wenn sie gefeatured sein sind, gefeatured sind. Wenn ihr aber ums Verrecken einen haben wollt, dann sind natürlich die kommenden jetzt eure Chance. Oder wenn ihr sagt, nee, ich kann mich gedulden auf die Typenbanner. Die aktuellen Typenbanner, da könntet ihr nur ein Multi machen. Die zukünftigen, die kommen werden, da könnt ihr schon mehrere machen. So ist nicht. Frage ist, wann kommen sie? Double Raid Banner kommt so quasi im Zeitraum September, wenn LR Virus kommen sollte. Aber bis dahin seid ihr quasi, ab morgen geht das Ganze los mit LR Goku Black, LR Trunks, LR Gohan, LR Broly, LR Majin. Da müsst ihr quasi für euch selbst entscheiden, ob ihr das sammeln wollt, ob ihr da unbedingt einen LR haben wollt oder wie eure Chance stehen. Ich habe euch quasi alles gesagt, wie die LR Banner aussehen. Da müsst ihr quasi selbst entscheiden. Lasst mir in den Kommentaren wissen. Kam das gut rüber oder quasi sagt ihr, okay, jetzt sammle ich da oder ich sammle hier oder ich sammle nicht. Würde mich gerne interessieren, ob ihr quasi auch diese LR-Banner nutzt, die Typen-Banner oder diese Double-Rate-Banner. Bis dahin wünsche ich auf jeden Fall eine schöne Zeit und wir sehen uns das nächste Mal, Freunde. Peace. When I pull up as your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be